Ich habe wieder einen ganz spaßigen Abend vor mir mit Crash Bash und ich freue mich so drauf, euch mitzunehmen. Ja, natürlich. Ach, ist das hier eine Scheiße, ey. Nee, 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 nee. Ist doch einfach nur noch witzlos, ey. Ist kein Spiel von Können oder sonst was, das ist einfach nur Glück. Und ich habe so ein Glück natürlich nicht. Einmal vielleicht, ja, aber nicht zweimal hintereinander, das ist doch... Ich schaff doch nicht mal die 144. Da will ich 200, ja, ist schon klar. Ja, wie krank bin ich eigentlich hier? Ja, Mann, du Affenarsch! Ist er noch erster? Ja, super, Dingo Dial! Super, toll! Mann, 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 Mann. Was ist eigentlich so toll an meinem Auspuff? Hör, ganz ehrlich. Ich hätte immer unbedingt reinficken müssen. Ah, Mann. Ja, verpisst euch doch einfach mal alle. Genau, fallt einfach mal alle runter und lasst mich in Ruhe! Ich sagte, lasst mich in Ruhe! Ja, natürlich, Kong. Super. Ah, toll. Na, mach ja so einen Spaß. Das war toll. Ja, Mann. Ist schon klar. Ah. Ja, das hat aber auch einfach einen scheiß Kreis, Wendekreis hier. Scheiß Drehteil. Das ist für den Arsch einfach nur. Einfach alles für den Arsch. Die Runde kann ich auch schon wieder vergessen. Da kann ich auch schon. Kann ich eigentlich schon wieder voll in den Abgrund fahren. Ja, komm. Gewinn das Ding. Ende. Ach, tue ich das? Echt? Merke ich gar nicht. Ich dachte, ich habe gewonnen. Ja, super gemacht, Dingo Dai. Willst du ein Lolli? Spaß dir gleich ein Lolli, aber aus deinem Fell. Was daran Lolli sein soll, weiß ich auch nicht. Ist mir aber scheißegal. Ich will einfach nur, dass du stirbst. Dreckiges Mistviech. Dann fragst du dich, warum die Dingos ausgestopft werden oder was? Ist das eine Rotzscheiße, ey. Ich bin der Führer, ist ja der Wahnsinn. Nee, war ich nicht. Der Kong war der Führer. Ja, spitze. Doll. Wieder die entscheidenden Meter zu spät gekommen. Ist das nicht lustig? Kennen wir ja. Kennen wir ja irgendwo, ja. Er hat mich mal nicht abgeschossen. War es aber ein bisschen zu spät in der Reaktion. Bin ich jetzt aber sehr enttäuscht von dir. Ja, das macht der Kong schon für dich. Ist kein Problem. Wenn der Rillaru es mal vergisst, dann macht's halt der Kong und der Rillaru danach nochmal, um es zu begradigen. Ja, natürlich. Hier kommt jeder mal dran. Slap the Tiny. Spitze. Noch mehr Trash-TV. Mich aber auch gewundert, wenn er mich jetzt nicht irgendwie verletzt hätte. Wenn er mich schon mit seiner Rakete nicht trifft. Ach ja, natürlich, Dingo da. Er hast aber toll gemacht. Willst du einen Blumenstrauß haben oder was? Immerhin ist der nochmal mit runtergegangen. War wichtig für mein Ego. Das habe ich auch bemerkt. Du Kackfresse, Stimme. Bla. Ich will einfach nur noch dieses Kacklevel geschafft haben. Das Problem ist, ich muss danach doch nochmal sehen für dieses Kacklicht. Mann, ja, ich versuche doch nach unten zu kommen, aber der hat so eine langsame Kiste. Da kann ich auch nichts machen. Voll die Seifenkiste hier. Lässt sich aber ein bisschen zu sensibel dafür steuern.
Wie eine Seifenkiste, die sehr gut geölt ist. Ja, tschüss, Mensch! Ja, sehr gut. Da gehörst du auch hin in den Abgrund. Ich hasse euch nämlich alle abgrundtief. Ich wollte den anderen Affenarsch treffen, Mann! Rilla, ruf, verpiss dich doch mal! Wichsfresse! Jetzt habe ich auf Warp rumgedrückt! Ach, ich bin so toll! Mann! Ist das eine lustige Ladenmusik? Ja, schön! Will ich nicht hören! Ach, so eine Scheiße hier, ey! Ja, mach mal ein bisschen schneller hier. Wir sind nicht bei Crash 4. 3, 2, 1. Ach, jetzt ist mein Analog einfach mal ausgegangen. Ach, das ist aber eine Überraschung. Da habt ihr mich aber jetzt reingelegt. Mhm. Naja. Ja, schieß mich ruhig ab. Die Schießbude der Liga. Ja, natürlich. Fahr halt falsch rum. Ist ja so toll. Aber ist doch echt so. Ich bin doch hier voll der Marusher. Sag mal, ich hab doch nicht mal einen vernünftigen Wagen. Die anderen sind alle irgendwie viel schneller und wendiger. Also, wendiger ist schon viel zu wendig hier für mich, aber... Wenn mir der Saft ausgeht, dann kann ich wenigstens schnell die Richtung, eben nicht schnell die Richtung wechseln. Und das können die anderen eben. Angeblich, offensichtlich. Das will ich auch können. Das ist auch unfair. 3, 2, 1. Ja, ich brauche keinen Kack-Counter. Mach einfach hinne. Ich verkack doch sowieso nach 5 Sekunden. Du brauchst keinen 3 Sekunden Counter vorher. Ich immer so unbefreit ungestört fahren könnte, ne? Wäre das alles eine Idee einfacher. Geht aber leider nicht. So, ich bin in Führung vor Kong. Und den anderen natürlich. Aber Kong ist im Moment Zweiter. Wollte ich damit ausdrücken. Das war so close, ne? Das hätte ich auch verdient, nicht Erster zu werden. So. Was für ein Triumph. Triumphaler geht's ja gar nicht mehr. 3, 2, 1, los! Wenn man einfach so ungestört seine Runden fahren könnte, das wäre so gechillt. Aber das geht ja leider nicht. Weil immer irgendein Affenarsch sich in den Vordergrund spielen will und... Ein Runterschuss. Ich habe den Apfel sowas von mitgenommen. Ja, natürlich! Der kickt mich mit der rechten Seite einfach mal so runter. Ist schon klar. Ist schon klar, Popeye. Fahr wenigstens ordentlich die Kurven teilen. Wenn du schon so scheiße bist. Der Rillaru. Ja, pass doch auf den Rillaru auf und nicht auf mich. Um mich musste mich nicht kümmern. Ich musste dich nicht kümmern. Jetzt bin ich auch runtergefallen. Ach Mann. Nein, hätte er mich jetzt nicht getroffen. Dann hätte ich das vielleicht noch geschafft. Da kick ich ihn runter. Nein! Ach Mann, Leute! Ja, verarscht mich doch nicht, ey! Mann! Die dürft ihr gerne runterkicken, die in Führung sind, aber nicht mich! Mensch! Ich meine, wenn ich ja 3 Runden hintereinander von den Pennern runtergeschmissen werde, ohne dass ich überhaupt jemals mal wieder ans Fahren kam. Ist doch für ein Arsch. Und das machen die immer. Das ist ja das Problem. In den Trophäen machen die es ja nie, aber hier in den Relikten, da machen die es immer. In der zweiten oder dritten Runde. Also hier für Gold und Platin-Relikte. Da machen die es immer. Wenn man einmal unten ist, hat man das Glück, gleich in den nächsten, also gleich, wenn man wieder hochgesetzt wird, wieder runterzufallen und so. Ich habe einfach dieses tolle Glück, dass das Spiel so scheiße ist. Und meine Mutter soll aufhören zu lachen da unten, ey. Es nervt.
Sehr. Oh, Tiny! Ja, und wieder runter. Ich hab's doch gesagt. Ist das nicht witzig? Du gewinnst. Ja, hör auf zu jubeln und mal weiter, du Sack. 2, 1, los! Hör auf, Mensch! Mann, so lustig ist das auch nicht, was da unten noch immer abgeht. Mann, zack das, ey. Ist ja schlimm. No! Mann, nicht zu weit, Tiny, nicht zu weit. Der Tiny Tiny soll nicht schon wieder zuschlagen. Keine unnötige Scheiße bauen. Nein! Das war unnötige Scheiße. Das fällt definitiv unter die Kategorie. Rillaru muss runter, Leute. Achtet doch mal ein bisschen da drauf. Ja. Gute Idee. Nein! Mann! Du Arschloch! Ach nee, echt! Mann! Ah, Mann, da fährt diese Hure zu weit! Kannst du unten bleiben, du Wichser. Du gewinnst. Drei, zwei, eins, los! Sehe ich genauso, ja. Du versagst. 3, 2, 1, los! Ja, ja. Gibt's einen neuen Ultra King Size Double King Burger bei Burger King oder was? Wieso muss Kai Titan jetzt wieder die Klippe runterspringen, der Wichser? Oder hat er gehört, dass ich alle seine Löwen aus Crash 3 erhangen habe? Gewinnst. 3, 2, 1.
Das geht ja schon wieder toll los. Schon wieder große Chancen auf den ersten Platz. Also, was mache ich hier eigentlich? Ganz ehrlich, es geht gar nicht. Es geht einfach gar nicht. 85%, toll. 115%. Für diesen 1%-Punkt habe ich jetzt schon wieder 47 Minuten gebraucht. Ist das nicht geil? Und ich dachte, ich schaff's in 5. Sah doch wirklich gar nicht so schlecht aus, Mensch. Jetzt brauche ich aber auch erstmal die Entspannung, oder? Ach, nee, komm, ich muss es direkt weiter. Ich muss es direkt weiter versuchen hier. Wenn schon frustrierend, dann richtig. Wenn schon frustrierend, dann richtig. Komm, hau das Ding rein. Hau einfach rein. Jetzt kann mir auch nicht mehr wehtun. Drei, zwei, eins, los. Aber trotzdem mal schön, wieder ein anderes Level zu sehen. Sehr schön. Auch wenn es jetzt auch nicht meine Lieblingsart ist und das auch nicht mein Lieblingslevel ist oder sowas, aber es ist trotzdem mal wieder schön. Einfach mal wieder ein anderes Level zu sehen, wenn es auch nicht unbedingt leichter ist, aber es ist auf jeden Fall toll. Wenn ich auch mal wieder was anderes tun, als immer nur im Kreis zu fahren und darauf hoffen, dass man nicht von den Wichsern runtergeballert wird. Hier ist man wenigstens noch ein bisschen dafür verantwortlich, was man tut. Nicht so wie bei Dot Dash. Man wirklich nur darauf gedrillt ist, die vorzulassen, damit die eigentlich runterbashen. Ah, so. Ich freue mich schon, diese ganzen Level, die ich jetzt im dritten, ersten und zweiten Warpunkt gemacht habe, auf Gold, auf Platin zu machen. Vor allem die beiden, wo ich jetzt am längsten gehangen habe, bei Polar Panic und bei Dot Dash. Die auf Platin wird der richtige Wahnsinn. Und da freue ich mich definitiv nicht drauf. Wobei Polar Panic, denke ich mal, ist noch angenehmer. Da habe ich zwar sehr viel rumgeraged, wahrscheinlich noch mehr als bei Dot Dash, aber bei Dot Dash war einfach das Problem, dass das erstmal elendig lange dauert und dass man da zweitens nur einen Fehler machen muss. Und dann ist man. Dann ist man die letzten 2 Minuten umsonst gefahren. Und das ist einfach nur ärgerlich. Natürlich, ich sage nicht, dass Polar Panic nicht ärgerlich ist, sondern irgendwann kurz mal eine Sekunde zu spät X drückt und Quadrat drückt und runterfällt. Aber trotzdem ist dort der, glaube ich, frustrierender. Vom Gefühl her. Und ich glaube, ich sollte hier jetzt erstmal nicht das Relikt versuchen. Was auch schon wieder sehr beschissen aussieht. Ja, super. Ich muss erstmal die erste Runde schaffen. Ne? Und selbst die schaffe ich gerade nicht. Das sieht nicht danach aus, als würde ich es schaffen. Ich schaffe es auch nicht, ja. Ich darf es eigentlich jetzt nicht direkt versuchen, weil ich weiß, dass das schief geht. Es geht einfach gnadenlos schief. Ich versuch's aber trotzdem. Weil wenn ich es schaffen sollte, habe ich immerhin eine nervige Sache weniger. Also ich meine, nachdem ich den 4. Warp-Room geschafft habe, kann man die Platin-Relikte machen. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch erstmal machen, bevor ich den 5. anfange. Zumal ich für den 5. sowieso ein paar Sachen brauche, zum Beispiel 25 Kristalle oder sowas in der Richtung. Ja, 25 geht da sowieso nicht, dann wahrscheinlich 20 oder so. 20 Kristalle, 20 Edelsteine oder sowas. Und bei einem Level haben sie sogar verschrieben. Da brauchte man irgendwas anderes. Eine bestimmte Anzahl an Malen, aber da haben die, glaube ich, Edelsteine oder so hingeschrieben und es waren gar keine Edelsteine. Irgendwie was in der Richtung. Naja. Ach, das wird so ein Spaß später. Aber auch hier die Goldrelikte sind doch schon derb scheiße.
Also selbst 144% muss man hier schon alles geben, aber für 200%, da reicht ja alles nicht mehr. Noch lange nicht. Also wenn ich die Hälfte des Spiels durch habe, bin ich schon mal froh. Also prozentual gesehen. Aber das ist dann eigentlich noch nicht wirklich eine Leistung. Oder noch keine besonders große, dann was passiert. So, okay. Mensch. Aber ich bin noch der Beste, das wundert mich gerade ein bisschen. Weil ich doch ziemlich viel Kacke jetzt gerade gebaut habe. Also bin ich nur noch der Beste. Soll mich nicht stören. So, am besten alles zu Brio jetzt, weil Brio hat noch die meisten. Cortex und Brio dürfen sich auch gerne selber beschießen. Das gefällt mir ganz gut. Nein, ja, jetzt kriege ich wieder alle rein. Jetzt bin ich wieder der Loser hier. Ja, super. Direkt zwei auf einmal. Oder drei auf einmal waren es sogar, glaube ich. Hier ist der untere halt wirklich im Nachteil, weil das Brett kippt einfach immer nach unten. Da hat man eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, sich zu erholen von so einer Ballmanie. Ja, super. Toll. Ist das ein tolles und lustiges Spielchen. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ich hatte so Bock aufzunehmen, aber jetzt ist schon wieder alles weg, weil es einfach nur noch frustrierend ist. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so viel geraged, aber ich komme mir echt so vor. Weil ich einfach nur fertig bin. Von diesem Spiel. Es ist ja nicht nur so, dass Ocarina of Time mich jetzt heute gefrustet, das ist es eben, dass mich jetzt nicht nur Crash Bash gefrustet hat, sondern eben auch Ocarina of Time. Heute in Lord Jabu Jabu. Ich hasse diesen Typen einfach. Und ich komme damit nicht klar. Ich habe da wieder 1000 Sachen falsch gemacht und mich verirrt und das ist einfach so abfuck. Das ist einfach zum Kotzen. Und ja, dann bin ich sowieso schon abgefuckt. Und wenn ich dann noch am Abend entscheide, ich habe sowieso keinen Bock auf irgendwas, dann mache ich jetzt meine Crash Bash Aufnahme, dann ist sowieso schon alles verloren. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich ein Goldrelikt holen muss. Oder mehrere Goldrelikte, besser gesagt, ein paar Goldrelikte. Mann! Ich bin wieder die Schießbude der Liga. Toll, danke. Nur rein damit. Hier, komm, Dach der offenen Tür. Was ist das für ein Arsch? Ah, mein Auge zuckt gerade. Alter. Ganz unerwartet. Double KO, das gefällt mir schon mal. Alter. Mein Auge tränt gerade. Aber ich sehe noch genug, ja. Auf jeden Fall. Für Cortex wird's reichen. Okay. Alter. Ob mir da schlagartig was drin geplatzt ist oder so was. Nicht angenehm, das Gefühl. So. Das geht schon mal gut los. Direkt mal einen Balkon rein, ohne Widerstand. So darf das gerne weitergehen. Von mir aus, ja, natürlich. Der war sau fies von Cortex. Kriegt jetzt gleich halt eine fiese Nuss zurück. Hoffentlich. Ah, der Cortex ist gerade gut, leider. Sollte man lieber schlagartig ändern. Ja, jetzt bekommt er wieder ein paar rein, das ist gut, das gefällt mir. Der Brio darf aber auch gerne mal ein paar mehr reinbekommen. So ist es ja nicht. Sehr gut, er hat wieder einen reinbekommen. Ich freue mich über jeden Ball, der bei Brio reingeht, weil der ist im Moment mein ärgster Konkurrent. Okay, kommt jetzt auch nicht gerade schlecht, aber... Okay, jetzt ist Kong, glaube ich, der Beste. Alles sehr ausgeglichen. Zumindest was meine Gegner betrifft. Ich brauche meine Bälle auch noch. Meine Freibälle.
Okay. Cortex ist der Loser der Nation. Soll mir egal sein. Hauptsache ich bin es nicht. Okay. Ja, schießt schön bei Brio rein. Das gefällt mir. Und ihm auch. Das sieht ziemlich gut aus. Ich möchte nichts sagen. Nein, ich sag noch nichts. Brio ist down. Der war der schlechteste. Der beste. Kong ist jetzt ziemlich gut gerade. Ziemlich hyperaktiv. Showdown gegen Kong. Er hat noch 2. Ich habe noch 10. Ich habe das Fünffache. Also. Was aber nicht heißt, dass ich nicht noch verlieren kann. Oder verlieren werde. Einen noch, komm. Ja! Schön! Souverän! Wunderbar. Gut. So, jetzt muss ich aber auch erstmal mit Goldrelikten aufhören, weil ich jetzt keine Goldrelikten mehr holen kann auf Anhieb. Weil, jetzt müsste ich erstmal wieder die Trophäen holen, damit ich überhaupt Kristall, Edelstein oder ja, eben Goldrelikt holen könnte in den nächsten Leveln. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit dem Edelstein und dem Kristall hier weitermachen. Damit wir das Level dann erstmal beendet haben. Dann sehen wir das auch erstmal nicht mehr bis zum Platinrelikt. Also das Goldrelikt ging eigentlich relativ klar. Das war jetzt nicht so das Problem. So. Deswegen dürfte Kristall und Edelstein jetzt auch ein Klacks werden. Zumindest der Edelstein. Der Kristall ist ja immer ein bisschen schwieriger. Der Edelstein ist aber meistens leicht. Bei den Balleveln ist es sowieso einfach nur mit Handicap. Und ja gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, denke ich mal. Aber der Kristall könnte tricky sein, weil das habe ich schon mal im erwähnt, als ich die Trophäe gemacht habe vor ja bestimmt 6 Parts oder so. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal unrealistisch, dass es so vor 5-6 Parts war. Weil danach habe ich ja die ganzen Goldrelikte gemacht. Up to now. Da habe ich ja schon mal erwähnt, dass das mit heißen Bällen ist und so und dass man die nicht berühren darf, sondern reinlassen muss. Naja. Das ist nicht so leicht. Weil die teilweise auch sehr unerwartet kommen. Wenn man bei der ersten Berührung sofort tot ist, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Also, ihr werdet es vielleicht gleich sehen. Vielleicht werdet ihr es auch im nächsten Part erst sehen, wenn ich jetzt hier blöd bin. Und das bin ich gerade irgendwie. Ja, es war noch blöder. Cortex und Rillaruma ein bisschen mehr vielleicht. Dafür weniger ich. Wäre ganz gut. Also ich will wenigstens nicht der Erste sein, der stirbt. Sehr gut, das bin ich nicht. Und ich bin wahrscheinlich... Also ich bin jetzt der Dritte oder der Vierte, der stirbt. Ich wäre aber gerne der Vierte, der stirbt. Also der am Leben bleibt. Mit anderen Worten. Sehr gut. Und das bin ich auch. Mit meinen beiden letzten Krücken habe ich es geschafft und den Edelstein hier rausgeholt. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ah, sehr gut. Das ist wirklich wunderbar. Jetzt läuft's wieder, wo ich dieses Level Dot Dash endlich weg habe. Da habe ich hier direkt das Goldrelikt geholt und den Edelstein habe ich jetzt auch schon geholt. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich den Kristall auch noch recht schnell kriege. Vielleicht schaffe ich das sogar noch in dem Part. Habe ich aber nur noch 1,5 Minuten für Zeit und das wird wahrscheinlich nicht reichen. Vielleicht höchstens für einen Versuch, aber es wird nicht reichen, um das Level zu schaffen, um den Kristall zu holen. Denke ich mal. Genau, beruhe unter keinen Umständen die Spezialbälle. Die sind hier rot dargestellt und ihr werdet sehen, dass die auch relativ unerwartet kommen können. Man darf sie halt nicht berühren, man muss sie reinlassen. Man muss die Bälle reinlassen. Das hätte jetzt auch ein Spezialball sein können, deswegen. Da muss man aufpassen. Seht ihr, ich bin tot. So schnell geht das. Dann ist man direkt auf 0 reduziert und das ist wirklich nicht schön. Vor allem, wenn man nur noch. Wenn der nur noch einen Ball hat. Ja, ich. Und man dann von so einem getroffen wird. Obwohl man quasi schon fast gewonnen hatte. Das ist ziemlich bitter. Wenn man selber dann noch irgendwie 9 oder 9 hat oder sowas. Aber die Gegner haben immer weniger Berlin. So, und ihr seht doch, die zählen jetzt nicht als Gegentreffer oder so. Weil das wäre ja ziemlich böse. Wäre nicht nur böse, es wäre einfach nur absolut unfair. Naja. Man muss natürlich auch aufpassen, die machen natürlich auch normale Bälle. Das heißt, man sollte nicht jedem Ball ausweichen, weil sonst geht einfach mal irgendeiner bei euch rein. Dann wird er verkackt. Ist auch ziemlich böse wieder von Kong. Okay. Die zählen bei denen auch nicht als Gegentreffer, sehe ich gerade.
Ich weiß gar nicht, ob die dann auch sofort tot sind, wenn die ihn berühren. Nee, Blödsinn, die sind noch nicht sofort tot. Wow, der hat ihn zurückgeholt. Was war das denn für ein Special Trick hier? Von Rilla. Da ich auch Glück gehabt, dass der Kong den nicht als Roten weitergeleitet hat, dann wäre ich nämlich auch tot gewesen. Also erstmal ist klar, je weniger auf dem Feld sind, wow, desto geringer ist die Chance, von so einem roten Ball getroffen zu werden. Wow, wow. Alter, das war gerade so Glück, ne? Auch Rilaru hätte mich eigentlich schon mit seinem roten Ball treffen müssen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und noch zwei. Noch ein. Ja, 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 sehr gut. Ich habe jetzt zwar 40 Sekunden, ja, ein paar, eine Minute ungefähr überzogen, aber es ist nicht schlimm. Ich habe jetzt noch den Kristall gekriegt. Sehr, sehr gut. Dann kann ich im nächsten Part erstmal schön weitermachen mit den Trophäen. Ich glaube, dann hole ich auch wirklich erstmal wieder die Trophäen und dann hole ich erst die Edelsteine und Relikte. Oder na, ich weiß es nicht. Ich schau mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Part. Und jetzt kann ich mich auch wenigstens mal wieder richtig verabschieden, weil ich diesmal nicht gefrustet bin. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei und unterstützt mich weiter in diesem Let's Play. Vor allem mental. Aber auch gerne mit Aufrufen und Daumen hoch und sonst was. Bis zum nächsten Part. Tschüss.